Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück in World of Warcraft mit meinem Todesritter diesmal. Und ich betrete auf Hero, dem Vortex-Gipfel. Hier ist er, so sieht er aus. Die Ini-Instanz Dungeon, je nachdem. Und ich betrete ihn auf Hero, weil ich will mal versuchen, den das Reittier zu bekommen. Vielleicht gibt es ihn ja, vielleicht bekomme ich ihn. Durch Zufall, ich habe den Vortex-Gipfel schon mehrmals betreten, aber leider noch nicht getroppt worden. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Diese Fähigkeit ist noch nicht. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Oh. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Herzchen hier. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Alles schön langsam angehen. Wir bekommen schon das erste Waffenteil, was aber schlechter ist. Ich will ja hier nur den. Wie gesagt. Das Reittier ist. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Reittier, den Drachen gibt es hier. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht tun. Ja, hält sich hier. Aber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, müssen wir eigentlich nicht töten, den einen hier, aber ich mache es trotzdem. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Herziehen wieder. Und wieder ein Rüstungsteil. Ist vielleicht gegen die Rebkosten ein bisschen was, die wir ja haben. Da können wir verkaufen. Okay, sind schon tot. Und einen Ring bekommen wir. Ja, mein Todesritter ist zwar auch nicht ganz gut equipped und wie gesagt, ich spiele ja lange schon nicht mehr. Richtige Luft erhalten wir. Aber ein wenig alleine zocken geht's. Eben so Sachen machen. Für euch ein wenig was zeigen. Die Dungeon, die ist ja bei. Ist ja normalerweise eine Fünfergruppe, muss man hier sein. Bei der. Bei Stufe 85, ich bin ja 90 und daher müsste es auch so gehen. Und jetzt die. Machen wir mal so. Gut. Und es geht weiter. Bis jetzt geht es ja noch einmal frei. Aber wie lange nur? Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun.
nächste Waffen. Molkenprinz. Aus dem Flächen schauen, und da ist auch schon der erste Boss. Wir jetzt einfach mal rein. Jetzt kommen dann die Wirbel rein, dann müssen wir nochmal rausgehen. Bei mir ist das jetzt nicht so wichtig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Dann können wir wieder durch. Ohne ja normal ranzukommen. Aber wie gesagt, bei meiner Stufe ist es egal und bei meiner Rüstung. Kann ich noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Jetzt kommen die wieder. Wieder raus. Dann müsste man hier ausweichen. Und da fällt er. Da ist mit dem Plattenhelm drin. Oh, jetzt geht's weiter. Moment, hier geht's doch rauf nochmal. Genau. Und hier rein. Rüber. Schleudert uns da rauf zu der nächsten Gruppe, in die nächste Ebene. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Schuhe. Ich lass mal die andere Gruppe aus hier, damit es schneller geht. Wenig. Denn wir wollen ja versuchen, das Mount zu bekommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Erste Drache hier. Ziehen wir jetzt hier rüber, weil da drüben ist der grüne Kreis. Da hält er sich immer hoch. Also müssen wir ihn herausziehen. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Wie wird so fallen? So. Jetzt hier rauf. Hier können wir natürlich reingehen, dann werden wir geheilt. Normal, ja. Aber nicht sehr viel hätten wir vorher rein sollen. Nein. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Einfach Schaden drauf ein bisschen. Dann können wir schon durch.
Warum denn nicht? Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja, ich bin immer zu schnell mit dem Drücken. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Deshalb heißt es immer, diese Fähigkeit ist nicht bereit oder kann ich noch nicht wirken. Da ist der nächste Drache. Ziehen wir auch wieder hier raus. Immun. Dann nehme ich mal um hier, damit ich im Heilkreis stehe ein bisschen. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Jetzt eine etwas größere Gruppe. Haben wir Flächenschaden schnell rein. Wäre ja jetzt geil, wenn wir den bekommen würden. Oh, blaue Schuhe. Nicht seelengebunden sind. Seelengebunden heißt ja immer nur für diesen Char. Kann ich nicht weiterverkaufen. Aber die sind ja. Oh, kommt da noch einer? Aha. Okay. Hier zum Beispiel, das waren die, hier beim Anlegen gebunden. Erst wenn man es anlegt, werden sie gebunden. So, hier ist er. Er müsste das Reittier droppen. Und ich hoffe, in diesem Let's Play wird es vielleicht klappen. Also drückt fleißig die Daumen. Der müsste schon. Normal müsste man aus den Wolken, aus den Wirbeln rausgehen. Aber wenn man Stufe 90 ist und ein bisschen Equip hat, dann kein Problem normal. So, dann haben wir wieder Flächenschaden draus ein bisschen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aus dem Strahl raus. Jetzt werden wir wieder durch den Luftgeschleuder. Aber den schaffen wir normal gleich. So, da fällt er. Vielleicht ist das Reitmount drin, das Flugmount. Ich hoffe. Nee. Nur eine blöde Halskette. Okay. Wir machen trotzdem die ganze Ini durch. Ich mache sie für euch durch. Damit ihr den ganzen Vortex-Gipfel seht. Hui. So. Jetzt wird es etwas heftiger. Jetzt müssen wir die Priester als erster killen. Glaube ich, wenn ich mich noch irre. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Hier geht's ja noch. Die heilen. Oh, okay. Er heilt hier. Wir müssen auch. Betäubt. So, jetzt müsste es gehen. Gut, weiter geht's. Also Priester immer als erstes killen mit den Adepten. Oder wie die heißen da? Deppen. Ach, der Wirbel, der bringt uns schneller nach oben jetzt. Whee. Oh, hier ist gleich eine ganze Gruppe wieder. Erstmal gucken. Templar-Adept brauchen wir gleich mal. Das lädt immer noch auf. Der Zauber ist noch nicht bereit. Und wo ist der Priester? Da ist wieder einer. Müssen wir hier rausnehmen. Oh, betäubt. Dann plündern wir gleich mal. Hier rausziehen. Der Priester hält ja auf. Versuche ihn da drin zu machen. Wir tat. Man müsste gehen. Gut. Mal sollte man die wegziehen von den Blitzen. Hier rausziehen. Mit, wenn man in der Gruppe ist. In der kleineren Gruppe. Eben. Jetzt greifen die schon an. Ich muss näher ran. Ist noch einer. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Da unten sind wieder welche. Da hast dein Ziegel. So, sind wir schon etwas angeschlagen. Den brauchen wir. Können natürlich jetzt hier auch ein bisschen markieren. Damit wir uns ein bisschen auskennen, welche wir legen müssen. Totenkopf. Und sonst. Gut. Okay, legen wir den. Oder das Totenkopf ist immer der erste. Wenn man in einer Gruppe ist, ihr wisst es ja. Für die, die das Spiel spielen. Den stunnen wir jetzt mal. Ich bin außer Reichweite. Einen haben wir, wo ist der zweite hier? Ja, jetzt kann man wieder beruhigter herangehen. Die Heiler sind weg. Ich brauche ein Ziel. Du hast gleich wieder ein Ziel. Eine Sekunde, hier müsste der Priester sein. Sternchen. Priester der Lüfte. Zweite Fokus. Zielmarkierung. Haben wir hier Stern. Dann machen wir hier Diener. Und das wird der nächste. Hier sind es gleich drei. Okay, machen wir den als erster.
ziehen wir gleich mal hier raus. So, der nächste Priester. Komm her. Betäuben Sie mich. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf. Zu weit im Kampf. Die Sicherheit ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht wirken? Kann ich noch nicht wirken? Jetzt wird's eng hier. Die Sicherheit ist noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wieder solche Schuhe. So. Und den Berg hinunter, dann kommt noch ein Boss. Ja, da unten hier. Es ist der letzte, der Endboss. Aber jetzt müssen wir noch eine Gruppe machen mit den kleinen Blitzkügelchen. Ja. Oh. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Oh. Zum Endboss. Was macht man da jetzt? Ich glaube, ich beschwöre meine Ghule, damit es schneller geht. Greifen wir mal an hier. Das Horn, alles raushauen. Auch hier, da ist es natürlich schwieriger. Aber so. Jetzt müssen wir hier hinter. Nein. Wir müssen nochmal in das Dreieck rein. Aber ich kam nicht mehr weg. Ich war gelähmt. Komm. Ah, er ist schon tot. Knapp. Aber geschafft. Auskugel. Ich bin immer noch gelähmt hier. Aber wo geht's jetzt hier wieder raus? Weiß ich auch nicht mehr. Ich schau ein wenig her. Hier geht's raus. Im Wirbel. War knapp. Das erste Blitzdreieck müsste man rein normal. Ich bin nicht reingekommen. Ich war betäubt. Und hier sind wir schon am Ende wieder, wie man sieht. Leider kein Mount. Hätte mich sehr gefreut, wenn es im Let's Play jetzt gleich erstes. Entschuldigung, wenn es als erstes gleich gedroppt hätte in der ersten Let's Play, das wäre ja super gewesen. Aber leider müssen wir noch ein bisschen warten. Und ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht, mir zuzusehen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play in World of Warcraft oder eben die Diablo-Reihen. Und natürlich der Krieger auch noch und so weiter. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und wir sehen uns wieder. Also, ciao.